Morgen. Guten Morgen. Wir haben es noch nicht mal um 8. Und das auf einen Sonntag. Ja. Wir haben den 3.11.2019. Und haben gut genächtigt hier. Ja, der Regen war ein bisschen nervig, aber gut, das hat man Ja. halt, wenn man Freisteher ist, sag ich mal. Also Das hast du auch einen Campingplatz. hast du überall, wenn es regnet, regnet es. Also, das ist nun Ja, mal. im Haus ist es ein bisschen mehr gedämpft von Ja. oben, dann hörst du das natürlich nicht, ne? Ja. Wir hätten ja Dämmmatten noch drauf packen können, aber wie sieht das denn aus? Ja, ach Quatsch. Nö, außerdem so ist das die freie Natur. Ja, es ist wieder noch voll neblig. Jetzt wird es gleich interessant. Wir fahren eine interessante Strecke wieder zurück. Ja, erstmal haben wir hier, der gesamte Platz hier ist unüberflutet. Also von Ja. daher, wir werden jetzt erstmal hier rauskämpfen müssen. Und dann müssen wir Da Schotter hinten hoch. Und zwar ganz schön ist steil. Schotter nochmal. Also wir hoffen, das wird alles. Ja, Ja. ich muss ein bisschen anlaufen und dann geht das Wir schon. werden auf jeden Fall davon berichten. Wir fahren jetzt Richtung Gardasee. San Felice del Bonacco, das ist so die grobe Richtung. Erstmal müssen wir nach dieser Strecke erstmal eine ganze Ecke wieder runter. Immer runter, runter, Ja, runter, 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 runter. runter. Und wenn wir dann irgendwann bei Sondrino hieß das, ne? Ja, ich glaube. Da irgendwo in die Ecke, dann werden wir auch erstmal anhalten und frühstücken. Das haben wir nämlich heute gar nicht gemacht. Wir wollen gleich los, weil die haben hier Schnee angesagt und wir haben keine Schneeketten etc. Deshalb wollen wir hier runter vom Berg. Genau, aktuell haben wir 6 Grad, aber angeblich soll die Temperatur ganz schnell fallen. Von daher, naja, wir trauen da mal lieber dem Wetter. Sicher ist sicher, auch wenn es vielleicht dann nicht so ist. Wir haben das Wichtigste gemacht. Genau. Guti, dann wollen wir jetzt los und dann sind wir mal gespannt, wie das gleich so wird. Wir werden auf jeden Fall berichten. Wir sind den Berg tatsächlich wieder runtergekommen. Eieiei. Ja, hier ist Ei. Ja, das war auch wirklich wieder ein Weg darunter. Also mit gut Gas und im Sportmodus schafft man auch die Schotterpiste. Das ging. Was war das hier? Die Actioncam hat mal kurz aufgegeben. Die Ja, wollte nicht mehr. die hat von Video auf Foto umgeschaltet. Plopp ging's nur nach der ordentlichen Bodenwelle. Also da war richtig was Action. Ja, dann sind wir durch Sondrino durch und sind schon wieder den nächsten Pass hochgeduschelt. Ja. Und zwar, glaube ich, den Apri oder Ja, Afrika, Afrika-Pass, genau. irgendwas. Nicht Afrika, sondern Afrika-Pass. Den sind wir gerade durch. Und jetzt haben wir einen Parkplatz gefunden in San Antonio. Also Bei. Toni. Nein, San Antonio. Ja, Nicht sag ich Don. doch, Tono. Nicht Toni. Toni. Toni ist bei den Dingsbums. Also wir können das auch nochmal so machen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß ich nicht Den mehr. Parkplatz hier haben wir bei Park for Night gefunden. Es ist auch wirklich nur ein Parkplatz, mehr ist es nicht wert. Und ja, jetzt gibt es Eine endlich Wiese. Frühstück. Frühstück. Und da haben wir was ganz, ganz Wichtiges. Da kommen wir aber gerade nicht ran. Das zeigen wir euch auf jeden Fall, wenn wir gegessen haben. Das ist das Wichtigste überhaupt, wenn wir in Italien sind. Und ja, Doch, da bin oh, ich. da kommt er jetzt ran. Und zwar das Tada!
Gib mal her. Muss ich Ihnen nahen zeigen. Gib mal her. Das ist das Allerwichtigste von Molino Bianco. Barilla. Und zwar Pan Bauletto Bianco. Das ist das leckerste Toastbrot, was wir je gegessen haben. Mhm. Und wir werden uns, bevor wir Italien verlassen, wieder gut ein Dings da, wie nennt sich das? Eindecken. Auf die Hoffnung, dass wir mal gut was finden. Das ist jetzt zum Beispiel bis 2.12. haltbar. Wird es nicht. Es wird nicht mal diesen Urlaub überstehen. Nee, wir haben 2 Packen davon. Wir haben schon mal 2 Packen, aber wir brauchen mehr. Das werden wir dann kurz bevor wir Italien wieder verlassen, werden wir das wieder einsacken. Das letzte Mal haben wir da wohl 5 Pakete mitgenommen, ne? Ja, so ungefähr. Mhm. Hat auch nicht lange gehalten, aber weil das ist echt lecker. Hm, schade. Barilla, bring das endlich mal nach Deutschland. Das ist so ein tolles Toast. Mit Olivenöl. Weißbrot. Richtig lecker. So, und weil wir jetzt frühstücken wollen, mache ich die Kamera aus. Und dann melden wir uns entweder nochmal von diesem... Doch, wir melden uns von diesem Platz nochmal, weil wir wollen ja nochmal sagen, wie es dann weitergeht, ne? Genau. Guten Hunger. Das vergisst ihr immer wieder. Mann, Mann, Mann. Wir sind frisch gewaschen. Ja. Haben lecker gefrühstückt mit dem... lecker Toast. Ja, war sehr gut. Hm? Jam, jam, jam. Haben sogar extra nochmal 2 Scheiben Toast. Ich wollte gerade sagen, durfte man auch nochmal nachnehmen. Genau, haben wir extra nochmal gemacht. Hm. Ja, und was glauben wir jetzt? 100 Tage sind wir schon verheiratet. Ja. Auf den Tag, genau. Und naja, noch nicht ganz auf die Minuten, sag ich aber mal. Aber auf den Tag. Ja. Wir sind jetzt vor 100 Tagen in den Leuchtturm gegangen. Genau. Also in knapp 26 Minuten. Wir wollen aber nicht klugscheißern und Päpste dann als der Papst. Deshalb sind 100 Tage. Das heißt, Umtauschgarantie beendet. Kein Umtauschrecht mehr. War vorher schon. Muss ich jetzt behalten. Nee, so 100 Tage ist so, da kann man nochmal sagen, hier, tausche ich nochmal um, aber... Ach echt? Ja. Ist vorbei. Ich will nicht tauschen. Ich wollte vorher auch nicht tauschen. Willst du nicht tauschen? Nein. Sicher? Nee, ich will jetzt weiterfahren. Der will jetzt weiterfahren, das nervt ihn. Ja. Sicher, dass du nicht tauschen? Obwohl, jetzt ist es schon spät. Jetzt kann ich dich ärgern. Ja. Ein Leben lang kann ich dich ärgern. Ich dich auch. Nein. Doch. Gut, wir fahren jetzt weiter Richtung Gardasee, müssen auf jeden Fall Wasser tanken. Das haben wir gerade gesehen. Die Leuchte ging an. Und da haben wir schon einen wunderbaren Wohnmobilistenplatz in der Nähe des Gardasees gefunden. Den fahren wir mal an und gucken mal. Also es ist, ich denke mal, so um die 8 Grad rum. Also von daher dürfte auch nichts zu sein, dass die das zusperren oder sowas. Hoffen da wir. Müsste es Wasser eigentlich geben. Hoffen wir, weil wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Weil sonst, das wollen wir nicht. Also noch ist es nicht so, oder? Hier, guck mal, nochmal. Nee, noch wir haben uns ja gewaschen, ne? Deshalb, gerade geht's noch, aber wenn das Wasser dann leer ist, uiuiui. Ja, in diesem Sinne geht's weiter und mal sehen, wie die Strecke noch so wird. Ich hoffe besser. Ich auch. Und ich hoffe, dass irgendwann, obwohl heute Abend soll der Regen endlich aufhören. Es regnet die ganze Zeit. Aber Spätabend, also 0 Uhr oder sowas. Also von daher. Aber morgen dafür schöne Sonne. Also. Ja, ich hoffe, weil wie gesagt, heute werden wir draußen nichts euch zeigen. Gar nichts. Nein, leider. Egal wie das Wetter ist. Also egal, nee, wenn das Wetter schön wäre, würden wir zeigen. Aber egal, was wir draußen sehen, vielleicht machen wir mal dieses Fenster runter und zeigen euch ein bisschen was. Aber im Regelfall würde ich sagen, halt eher nicht. Tja, so ist das nun mal. Genau, wir fahren jetzt los. Ja, da will ich nichts mehr sagen. Bis später. Ciao, ciao. Leute, wir tanken Wasser und das bei dem beschissensten Wetter, was überhaupt nur gehen kann. Wasser scheint gute Qualität zu haben. Gehen wir mal davon aus. Und ja. Also unglaublich, was man hier an
Sachen erlebt. Wir waren erst bei einem anderen Platz. Ja, da war irgendwie Zirkus oder Rummelwagen. Die haben alles total belegt. Sehr nett von denen. Also fanden wir überhaupt nicht schön. Und ja, jetzt sind wir zum zweiten Platz gefahren. Und dort kriegen wir Gott sei Dank Wasser. Da funktioniert auch der Anschluss. Und ich würde mal behaupten, in 2-3 Minuten könnte das voll sein, weil so ein Druck wieder drauf ist. Das ist schon heavy. Was sagt der Herr da vorne noch? Ja, das geht sehr schnell hier. Flotte, flotte Befüllung. Wir haben jetzt 10 Liter. Aber ganz schön nass, wenn man da hinkommt. Ja, es tropft von oben leider trotzdem hier. Kommt zu viel Wasser von oben. Von der Heckklappe. Und nicht nur von der Heckklappe, von ganz oben kommt noch mehr Wasser. Schlecht konstruiert, würde ich sagen. Naja. Guti, er hat eh nicht viel zu sagen, dann kann ich auch weiter labern hier. Er konzentriert sich natürlich voll und ganz aufs Wasser. Ja, wir sind gespannt, wo wir uns jetzt gleich unser Plätzchen suchen werden. Das werden wir über die App wieder Park4Night machen. Den Platz haben wir auch über die App Park4Night. Das werden wir euch auf jeden Fall jetzt einblenden. Und ja, dann sind wir gespannt, ob wir ein schönes Plätzchen finden. Und wie gesagt, der Regen wird hier die ganze Zeit sein, aber wichtig war jetzt wirklich Wasser, denn die Lampe hat schon geleuchtet und wir brauchen dringend Wasser. Wir wollen heute viel kochen, also Stefan will viel kochen und ja, da brauchen wir viel, viel Wasser. Und weil jetzt mein Arm schwer wird, mache ich mal die Kamera aus und beobachte den Mann weiter beim Befüllen des Wassertanks. Hallo zusammen. So, wir haben unseren Platz erreicht. Ist jetzt nicht super dolle, sagen wir es mal so, weil kein Internet da ist, aber so hat man auch mal seine Ruhe. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich noch einen Film gucken. Haben gerade ein bisschen Mittagssnack gemacht oder nachmittaglichen Snack. Es ist ja schon 15 Uhr. Und ja, mal schauen. Regen soll ja noch bis heute Nacht irgendwann sein, also von daher werden wir nicht drum rumkommen. Ja, wir genießen also einfach mal die Ruhe und entspannen einfach mal. Daher wird heute wahrscheinlich auch nicht so viel mehr kommen. Es ist nachher nochmal zum Abendessen, da werden wir uns nochmal melden. Und dann wird es das auch wahrscheinlich schon fast von heute gewesen sein. Also, bis dahin. Wir haben es, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt, 20 vor 5 und heute gibt es etwas ganz Leckeres zum Essen. Eigentlich gibt es jeden Tag was Leckeres zum Essen, aber für mich ja immer ganz, ganz besonders das Essen. Und zwar Schnitzel. Ganz viele Mini-Schnitzel haben wir gestern gekauft. In, keine Ahnung, wo das war. Ja, keine Ahnung. Wir waren gestern in irgendeinem Ort und haben das gekauft. In der Nähe von ja, genau. Sondrio, das war Tiravendo, keine Ahnung. Tirano. So hieß das. Jetzt haben wir's. Ja, irgendwann fällt es wieder ein. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt das in Ruhe fertig machen. Also im Endeffekt, Stefan macht das fertig. Ich halte hier nur die Kamera. Und ja, das gibt's lecker Kartoffelchen. Und was sehr lustig ist, hier in Italien gibt es keine Erbsen und Möhrchen. Aber hier gibt es Möhrchen und Erbsen, und zwar getrennt voneinander. Und ja, umso besser. So haben wir 3x3 Dosen und ja, sind wir mal gespannt. Der Platz an sich, wie gesagt, ist relativ... Ja, wir sind hier
an der Hauptverkehrsstraße, sogar an zwei Hauptverkehrsstraßen. Dementsprechend ist das hier immer ein bisschen lauter. Aber wir, und wir gehen davon aus, dass heute Nacht es auch ruhiger ist. Und morgen soll richtig schönes Wetter hier am Gardasee sein, gleich um 8 Uhr morgens. Das würde uns freuen. Weil dann würden wir nämlich einmal eine Tour rund um den Gardasee machen und würden Richtung Badolino fahren, weil da noch ein schöner Platz ist, weil wir haben auch echt Bock, mal wieder nicht beim Regen zu duschen, sondern einfach mal normal zu duschen. Das würde uns freuen. Ja, und dann sind wir mal gespannt, was das so wird. Wir werden euch auf jeden Fall gleich das Endergebnis der Schnitzelorgie zeigen. Und ja, das wären schon ein paar werden. Ich sehe schon mindestens 3 für Stefan, 3 für mich und das wären noch mehr. Jam, 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 jam. Oh, ich glaube, das wären bestimmt 6. Bestimmt wären es 6. Würde ich sagen. Wir sind nochmal 6 pro Leute, pro Mann. Da sind nochmal einige drin. Das ist schon einiges. Na, das freut mich. Yeah, supi. Ich gebe doch mal eins kalt. Nö. Ich mag Schnitzel. Ich kann davon viel essen. Dazu lecker Wein, den haben wir auch schon vorbereitet. Also zumindest. Nicht so, dass es hier keinen Wein gibt hier in Italien. Aber wir nehmen den A-Wein, weil da wissen wir, wie er schmeckt. Italienischen Wein, naja, vielleicht probieren wir es irgendwann mal, aber aktuell sind wir halt auf die A. Ja, und jetzt haben wir genug gelabert schon wieder und ja, wartet ab, was das Endergebnis hier präsentiert wird. So, dann würde ich mal sagen, guten Hunger. Ein ganzer Berg voll Schnitzel. Marcel wird's freuen. Und wir sagen dann mal zum Wohl und zum guten Wohl. Hunger. Oh ja, das ist der 2018er. Inspiration sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Wie das da. Mahlzeit. So, Bett ist gebaut. Wir werden jetzt noch unseren Film weiterschauen. Lecker gegessen haben wir. Abgewaschen haben wir. Also das heißt, wir haben alles sauber wieder. Alles verräumt. Für heute sind wir auch irgendwie ein bisschen kaputt, weil das Wetter ja so ein bisschen, naja, nicht so ganz gepasst hat. Das ist dann doch schon ein bisschen anstrengender in so einem kleinen Auto. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Beste draus gemacht. Wir sind halt heute ein paar Kilometer gefahren, nämlich Richtung Gardasee. Stehen ja jetzt am Gardasee. Und ja, sagen jetzt auf jeden Fall für heute gute Nacht und bis morgen früh.